Sie sind in Panik. Sie haben offensichtlich keine Zeit mehr, das wissen Sie, und versuchen jetzt mit allen Mitteln, mit Krieg, mit der Klimawandel, das Narrativ bricht Ihnen auch schon unter dem Hintern weg. Das glauben immer weniger Leute. Das war aber eigentlich die Grundvoraussetzung für die Totalüberwachung und natürlich die Atemsteuer, die Sie im Hinterkopf hatten. Jedes Mal, alles, was ich tue, muss beobachtet werden, damit ich gerecht die Atemluft besteuern kann, sprich mein CO2-Verbrauch. Aber das bricht in sich zusammen, genauso wie die Idee, das Bargeld abzuschaffen. Bevor wir jetzt beginnen mit dem schönen, interessanten Interview mit Peter Denk, möchte ich euch gerne noch darauf hinweisen, dass wir unter dem Video wichtige Links haben von Peter Denk, von kostenlosen Angeboten und ihr euch das bitte mal anschauen könntet. Und auch haben wir unser Webinar, den Mindmaster, dort verlinkt. Und zwar lernst du in diesem Webinar, wie du gut durch die aktuelle Zeit kommst. Ich führe dich in die Fülle deiner Fähigkeiten. Ich führe dich in die materielle Fülle und in die Fülle der ganzen energetischen Techniken, um gut durch die Zeit hindurchzukommen. Denn ihr werdet gebraucht. Ein jeder wird gebraucht. Und wenn du dann ausgebildet bist, kannst du anderen Menschen noch viel besser helfen in dieser Zeit. Denn die Zeit wird für einige kritisch werden. Und wenn du dann da bist mit deinen Fähigkeiten, kannst du das sehr gut unterstützen. Herzlich willkommen, lieber Peter, auf Smarana. Und ich freue mich sehr, heute mit dir über dein Buch Zyklen und Synchronizitäten der Weltgeschichte sprechen zu dürfen, weil sich da so viel herauslesen lässt, besonders auf das Jahr 2025. Und das geht ja die Zeit so schnell, dass wir uns kaum haben wir uns versehen, schon am Jahresende befinden und das losgeht. Du hast also sehr interessante Verbindungen hergestellt zwischen der chinesischen Astrologie und den 12 Jahreszyklen und bist auch so nochmal interessanterweise auf die Zahlensymbolik eingegangen, die 322 und die 911, also sehr interessante Dinge und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können. Herzlich willkommen. Ja, liebe Monika, schön wieder bei dir zu sein. Ja, und auch, dass du mein Buch gelesen hast und dass wir jetzt da ein Video drüber machen können. Das liegt mir natürlich auch am Herzen, weil im Endeffekt ist das Buch aus 12 Jahre Arbeit entstanden, die ich so Jahr für Jahr gemacht habe. Und irgendwann hatte ich dann gedacht, das lohnt sich, da mal ein Buch draus zu machen, weil man das irgendwie auch immer wieder mal zur Hand nehmen kann, weil sich diese 12 Jahre mit den jeweiligen Tiersymbolen pro Jahr laut der chinesischen Astrologie natürlich immer wiederholen und auch immer wieder kommen werden. Und dann kann man immer mal schauen, was ist denn damals passiert? Und ich bin da ja sehr ergebnisoffen rangegangen und ich habe ja eigentlich auch gar keine Ahnung von chinesischer Astrologie. Also da gibt es wirklich Fachleute, die da ganz viel wissen. Aber es war vielleicht gar nicht schlecht, dass ich da gar keine Ahnung hatte, sondern einfach empirisch rangegangen bin und nur wusste, eben 12-Jahres-Zyklus, jedes Jahr ein anderes Tier und dann wiederholt sich das. Und dann habe ich halt einfach mal geschaut, wenn ich bei 1900, das habe ich mir mal gesagt, anfange und dann jedes Jahr eines Tieres mal vergleiche, also zum Beispiel die Jahre des Hundes, des Tigers oder der Schlange, gibt es denn da irgendwelche Übereinstimmungen? Das hätte sein können, dass da gar nichts, es passiert jedes Jahr immer irgendwas. Aber hätte natürlich sein können, dass das völlig wahllos ist. Und dann hat sich aber eben herausgestellt, dass das eben nicht so ist. Also dass das im Gegenteil, dass sich viele Jahre eines Tieres, also die Jahre des Tigers oder der Schlange, in bestimmter Hinsicht sehr ähneln. Wobei es immer natürlich Jahre gibt, die stärker sind und Jahre, die schwächer sind. Aber dass viele Jahre ein bestimmtes Thema haben und häufig das in irgendeiner Form auch noch zu dem entsprechenden Tier passt, das fand ich super spannend. Und ich habe natürlich, vielleicht wäre es anders ausgegangen, aber das erste Mal, wo ich auf die Idee gekommen bin, war 2012. Da stand 2013 das Jahr der Schlange an. Und das Jahr der Schlange ist eines der frappierendsten Jahre. Also alle 12 Jahre kommt ein Jahr, wo im Laufe der Geschichte doch wirklich Ereignisse sind, wo man auch nicht sagen kann, das ist Rosinenpicking, sondern das sind Sachen, die in jedem Geschichtsbuch viele Seiten füllen und die wirklich die Welt verändert haben im wahrsten Sinne des Wortes. Und so bin ich auf den Trichter gekommen und dann habe ich das jedes Jahr immer gemacht und dann auch am Ende des Jahres immer geschaut.
hat das denn jetzt gepasst oder nicht? Ja, und habe dann auch noch mal aus der heutigen Sicht drauf geschaut. Und es hat nicht immer alles gepasst, aber häufig doch erstaunlich viel. Und wir werden vielleicht mal das eine oder andere Beispiel gleich noch durchsprechen. Aber dann habe ich gesagt, also das ist weit weg davon und kannst jetzt sagen, das stimmt nicht. Oder jeder kann es selbst nachprüfen, ist das alles nur Zufall, was ich da beschrieben habe? Oder ist das so frappant oder frappierend, dass man sagen muss, das kann unmöglich Zufall sein, da muss irgendwas hinten dran stecken. Ne? Naja, also Zufälle gibt es ja nicht, sagen wir schon immer, ne? Und es ist alles geführt, es hat alles einen Hintergrund. Und du hast auch diesen wundervollen Satz geschrieben, ihr Symbolismus wird ihr Untergang sein. Und das heißt, wir erkennen an den Symbolen, an den Zahlen, wer hier seinen Fingerabdruck hinterlässt. Und das ist etwas, was die Menschen zum Aufwachen bringen sollte, unbedingt. Genau, also sie müssen oder wollen oder können, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch einen höheren Grund, warum sie das machen müssen, aber ganz häufig kann man an den Daten, die sie wählen, oder auch an diversen Details, wo sie immer wieder bestimmte Zahlenkombinationen hineinpacken, eigentlich die Handschrift erkennen, genau wie du sagst, wer da dahinter steckt. Und dann, wenn man mal genauer schaut, sie nehmen gerne immer wieder ein bestimmtes Datum, eins, was ich ja da auch sehr stark benannt habe, ist der 22. März. Natürlich ein anderes, was sehr bekannt ist, ist 9-11 in der Ja. amerikanischen Version, der 11. September oder auch in der deutschen Version, der 9. November, der ja auch als Schicksalstag der Deutschen benannt wird. Wobei ich auch der Ansicht bin, es ist nicht alles immer von gewissen Kräften so geplant. Es gibt auch eine höhere Synchronizität, die durch solche Zahlen sich teilweise ausdrückt. Um den Menschen was zu zeigen. Ja. Ja, wir sind da hier auch, um zu lernen und unsere Aufgaben zu erfüllen. Und da sind die geistige Welt spricht ja auch sowieso über Symbole und Zahlen zu uns, über bestimmte Dinge, die wir sehen oder von jemand anderem hören. Das sind alles Hinweise und Botschaften. Also man trifft sich ja, oder wenn du jemand triffst, hat das immer einen besonderen Grund. Ja, also es passiert wenig ohne Grund und das ist meine erste Lehre oder dass ich Menschen mitgebe, streicht erstmal das Wort Zufall aus eurem Leben, weil dann werdet ihr achtsam und dann stellen sich auf einmal viele Dinge ein und genau wie du es sagst, und das kenne ich von mir, das kenne ich aber auch von bekannten Menschen, dass häufig über bestimmte Zahlen, die dann auf einmal auftauchen, sei es die Anzahl der Daumen hoch beim Beitrag oder auf einmal zeigt die Uhr was oder die Seite so und so viel in einem Buch, da wiederholt sich auf einmal was. Das sind subtile Zeichen, die dir was zeigen sollen. Und so arbeitet, sagen wir mal, die höhere Welt auch, um den Menschen was mitzuteilen. Und wenn man achtsam ist, erkennt man das. Wenn man nicht achtsam ist, dann übergeht man das einfach. Ja, und in meinem Leben gibt es eine Reihe von Zahlen, die immer wieder auftauchen, egal bei welchen Nummern irgendwo. Und dann sagen manche, ja, das hat was mit dem Geburtsdatum zu tun. Ja, das spielt da auch mit rein. Aber bei mir ist es eben nicht, also auch in irgendwelchen Zahlen, die ich bei irgendwelchen Accounts kriege oder früher die Matrikelnummer, da tauchen immer bestimmte Ziffern auf, die teilweise aber eben nicht das Geburtsdatum direkt sind, aber die tauchen immer wieder auf. Und da gibt es natürlich dann Numerologen, die da ganz tief drüber Bescheid wissen. Und da kann man auch unglaublich viel rauslesen. Da bin ich auch erstmal ziemlich unbedarft an der Stelle, aber ich weiß, dass jede Zahl oder jede Ziffer auch eine sehr, sehr besondere Energie für sich hat und dass das alles eben keine Zufälle sind. Ne? Ja, das ist richtig. Bei uns in der Familie ist das auch so. Da sind immer die gleichen Zahlen mal verschieden angeordnet und das geht durch von der Schwiegerfamilie in unserer Familie, von den Kindern und so weiter, setzt sich das fort. Es ist also, für mich ist das so, das Zusammenführen der Seelenfamilie, der Seelen, die sich verabredet haben und dann sich erkennen auch über diese Zahlen im aktuellen Leben. Sehr interessant, ja, schön. Ja, und jetzt gerade, diese Symbole. Viele Menschen sind ja auch noch nicht bereit, diese Symbole zu sehen. Haben wir ja gemerkt. Und aber ich weiß, wir sind in einer sehr starken Aufwachphase
Welle und die wird sich immens steigern. Und du hast ja auch geschrieben, dass wir 2025 dann komplett in der Veränderung sind, also wirklich in der Veränderung sind, was jetzt hier sich immer mehr abzeichnet. Und dass also auch die EU verschwindet, ja, dass die NATO sich auflöst. Ich meine, bei diesem Durcheinander kann man sich das sehr gut vorstellen, meiner Meinung nach. Also das ist, was von meinen Leuten aus der geistigen Welt ja auch kommt, dass der Anfang jetzt gemacht wird, aber 2025 vieles sich auflösen wird. Und das Spannende ist, ich habe vorhin von der Jahr der Schlange gesprochen, ja, und 2025 ist halt auch wieder das Jahr der Schlange. Und wenn man sich mal die Jahre der Schlange in der Vergangenheit anschaut, das sind halt die Jahre, wo wirklich heftige Dinge geschehen sind. Ja. Kurzfristig, nämlich ging schon los, 1917, Oktoberrevolution, Weltkommunismus hat gestartet, immense Folgen über 70 Jahre für Osteuropa, aber auch die ganze Welt. Ja, 1929, das nächste Jahr der Schlange, großer Börsencrash, Beginn der Weltwirtschaftskrise. Ja, dann anderes sehr spannendes Jahr ist dann die, es gibt immer stärkere und schwächere. Aber ein weiteres ist dann 1989 gewesen, Mauerfall. Ja. Das Ja. nächste war dann gleich 2001, 9-11, ja, was den, die westlichen Staaten mehr oder weniger, sagen wir mal, die Rechtsstaatlichkeit beendet hat. Und aus den sogenannten Demokratien und der freien Presse, was vorher auch schon nicht mehr doll war, aber dann war es völlig klar. Dann kam 2013, das war ja eben das erste Jahr, wo ich dann auch schon geschrieben habe, na, was passiert denn da? Nun ist da etwas passiert, was erstmal so mal den normalen Menschen nur am Rande, sag mal, betroffen hat. Aber es war weltgeschichtlich auch was Einmaliges, nämlich ein Papstrücktritt mit einer Neuwahl des Papstes, den es so noch nicht gab. Das ist ein Jesuit. Und da habe ich ja auch in dem Buch einiges drüber geschrieben, auch innerhalb dieser Geschichte, wann ist der Rücktritt gewesen und wann ist die Neuwahl, hat man ja auch ganz viel in die Ziffern rein kodiert, ja. Aber es gibt alte Prophezeiungen, wie die der Malachias, die sehr, sehr gut auch getroffen haben. Also das soll auf den heiligen Malachias zurückgehen. Das ist nicht belegt, aber ich glaube, zumindest ab 1500 irgendwann ist dieser Text belegt, dass er authentisch ist, und da wurde jeder Papst mit einem kurzen, prägnanten Vierzeiler oder Zweizeiler beschrieben, ja, was immer sehr, sehr gut gepasst hat. Und nach Malachias ist der aktuelle Papst, der 112., der letzte. Das Spannende ist, das hatte ich damals nämlich auch nach dem Rücktritt von Ratzinger, hat in einem US-Forum einer, und das habe ich damals wirklich vorher auch gelesen und auch in meinem Brief gebracht, ein Insider, kein Hellseher, geschrieben, ja, das wird der Bergoglio wohl werden, der nächste Papst, weil das ist so geplant und man solle nicht glauben, dass da irgendwas zufällig passiert. Aber dieser Insider, der hat auch gesagt, und es wird der letzte Papst sein. Und dann sehen wir natürlich, das sehen wir jetzt noch nicht so ganz, aber das bedeutet natürlich immense Veränderungen in dieser Kirche. Ja. Ja. Und das wird sich noch rausstellen, wie geschichtlich dieses Ereignis in 2013 letztendlich vermutlich war. Und dann passt es absolut zum Jahr der Schlange dazu. Ne? Das stimmt. Und jetzt haben wir 2025 wieder Jahr der Schlange. Und ich habe so das Gefühl, und das würde passen, genau wie 1989, ja, der Ostblock zusammengebrochen ist. Also da begann der Zusammenbruch des Ostblocks mit dem Fall der Mauer natürlich ganz spektakulär. Dass wir dasselbe 2025 diesmal für den Westen, den sogenannten Werte-Westen, erleben werden. Und das deutet sich jetzt immer mehr an, dass wir in diese Richtung gehen. Und der Egon Fischer hat jetzt in seinem letzten Post so schön geschrieben, dass im nächsten Jahr die Regierungen in den Werte-Westen fallen werden, wie reife Früchte von den Bäumen. Also es passt sehr, sehr gut zu meiner Vermutung, was eben für das Jahr der Schlange durchaus passen würde, dass mit einem großen Getöse dann der Werte Westen zusammenbrechen wird. Und das deutet sich jetzt aber eigentlich auch schon an, wenn man mal etwas genauer hinschaut, was durchaus sichtbar passiert. Ne? Das heißt ja sowieso, wenn du guckst, die ganzen Werte, die wir hatten,
die sind plötzlich nichts mehr wert oder die werden so dargestellt von der Gegenseite, die wird ja alles umgedreht, dass wir die Werte oder die Kraft verlieren. Und das ist ja auch so ein Aufruf. Es kann ja nicht sein, dass jetzt zum Beispiel das Wort Amen auf einmal negativ belegt sein soll. Das geht nicht, ja. Aber viele Menschen glauben das. Viele Menschen nehmen das an und sind dann total verwirrt dadurch. Und viele Menschen wissen dann auch gar nicht mehr, was ist jetzt denn überhaupt richtig, was nicht, und sind übervorsichtig und kommen da immer mehr in die Angst auch hinein. Und was du jetzt so gesagt hast, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Die Kirche zerfällt ja dadurch, ja, mit diesen Papstwechsel oder eben, dass keiner mehr da ist, dann haben wir da noch mal ein ganz anderes großes Problem eigentlich, ja. Auch wenn man viel auf die Kirche geschimpft hat, aber irgendwie ist es jetzt gar nicht so leicht auf die Schulter zu nehmen. Ja, also insbesondere, weil natürlich diese Kirche, insbesondere in Südamerika und so weiter, ja auch eine unglaubliche Gefolgschaft noch hat. Ja. Weil man natürlich immer unterscheiden muss zwischen dem christlichen Glauben und der Kirche. Ich habe allerdings auch, habe ich gerade jetzt auch geschrieben, die Vermutung, und es gibt ein paar Indizien, die darauf hindeuten, dass wir zeitweise vielleicht auch mal wieder eine Christenverfolgung hier haben werden. Zwar nicht ganz hart, aber eins ist natürlich klar, viele Leute unterscheiden eben nicht. Und dass der Vatikan und die römisch-katholische Kirche, sagen wir mal, sehr viel Dreck am Stecken haben, um es mal noch nett zu formulieren, ist völlig außer Frage. Da ist auch noch fast nichts wirklich hochgekommen. Diese Missbrauchsgeschichte durch die Priester ist nur eine Ja. kleine Spitze von einem riesengroßen Eisberg. Und da sind noch ganz andere Sachen gelaufen, ganz abgesehen davon, dass natürlich die Jesuiten bei ganz vielen Dingen in der Welt überhaupt mitmischen. Ja, ich denke, da wird noch sehr viel rauskommen. Und das wird natürlich dann diese Kirche erstmal in ihren Grundfesten erschüttern, was aber auch notwendig ist. Das ist 2000 Jahre Filz oder je nachdem, es gibt ja Diskussionen, wie viele Jahre wirklich vergangen sind, aber zumindest eine lange Zeit. Auch sehr machtvoll ist die in weltlicher Hinsicht, allein durch ihre Besitztümer. Und ja, das ist eine reinigende Sache, was ja auch in alten Prophezeiungen vorhergesagt wird. Danach, aber es ist wahrscheinlich notwendig, wie ganz viele Sachen, der Zusammenbruch notwendig ist, dass danach was Neues und in der alten Prophezeiung ein neues, reines Christentum entstehen kann, weil vieles, was die Kirche momentan repräsentiert hat, mit dem ursprünglichen Christentum auch noch sehr wenig zu tun. Es gibt immer in dieser Kirche auch wirklich heilige Leute, tolle Leute, Pater Pio und solche Menschen, die trotzdem, dass sie irgendwo in dieser Kirche waren, Heilige waren, sind aber meistens nichts wirklich Großes geworden da drin. Ja. Aber es gibt natürlich. Sie ist komplett unterwandert in verschiedener Hinsicht. Man muss mal die Bücher von Pater Malachi Martin lesen, insbesondere das Buch Der letzte Papst. Er war ja sehr dicht im Vatikan drin und hat das zu einer Zeit geschrieben, als Papst Johannes Paul II. Noch Papst war. Und er hat das als Roman geschrieben, aber das ist eigentlich ein Sachbuch. Er wollte es nicht als wie soll ich sagen, als Sachbuch schreiben, wobei man sehr, sehr gut, da gibt es auch dann entsprechende Abhandlungen drüber, die fiktiven Personen den echten damals zuordnen konnte. Zum Beispiel der Kardinal Ratzinger ist dann in diesem Buch der Kardinal Rein Vernunft, was natürlich auch sehr gut passt. Und da steht schon einiges drin. Da ist auch völlig klar, dass man im Vatikan sehr eng mit gewissen Familien zusammengearbeitet hat, die im Hintergrund die Dinge steuern. Da gibt es so ein Windswept House. Also sehr, sehr spannend. Der Mann wollte dann auch noch irgendwas schreiben, ist dann aber leider durch einen Unfall ums Leben gekommen, wie das ja so häufig ist. Aber allein dieses Buch ist schon sehr interessant und es ist Teil des Abwickelns des Alten, was auch natürlich den Vatikan, die römisch-katholische Kirche betrifft. Aber es heißt nicht, dass das Christentum danach ebenfalls verschwinden wird, ganz und gar nicht. Es gibt ja, das muss man auch mal ganz deutlich sagen, ja auch eine komplette, es gibt die evangelische Kirche, wobei die da, glaube ich, mit untergehen wird. Die hat sich ja heute schon, wie soll ich sagen, selbst auch derartig politisiert,
Das ist kaum noch auszuhalten. Aber es gibt natürlich auch andere, wie zum Beispiel die orthodoxen Kirchen. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber da, die gibt es ja auch noch. Und wie gesagt, ich denke, es wird große Veränderungen geben, die aber diese ganzen alten Geschichten doch sehr anders werden lassen. Aber deswegen, es ist eine Reinigung und das Alte muss erstmal weg. Und ich denke mal, auch das werden wir in den nächsten wenigen Jahren erleben, dass das sich auflösen wird, wie das ganze System, was wir kennen. Ja, das ist ein Teil davon. Und aber offensichtlich weiß man das dort auch. Es gibt ja auch Berichte, es gibt da so eine Galerie mit den ganzen Päpsten und da ist eigentlich nur noch Platz für den jetzigen mit dem Bild und danach ist kein Platz mehr. Ja, Okay, also da, ja. diese Leute, das muss man eh wissen, sei es jetzt im Vatikan, bestimmte Leute oder auch im Hintergrund, wissen viel mehr über diese ganzen Dinge, als sie uns zugestehen. Uns sagen sie immer alles, das ist Quatsch, auch mit den ganzen Wirkungen der Zahlen und Daten, nicht? Das ist alles Quatsch, das braucht ihr nicht glauben, aber sie selbst agieren absolut damit und wissen ganz, ganz viel darüber Bescheid. Ja, sie das. Der Aberglaube ist ja, hat ja irgendwo auch seine Berechtigung. Und also es ist schon gut, da mal genauer hinzuschauen und nicht immer so alles sowieso nicht zu glauben, was diese Menschen sagen. Aber es ist schon beachtlich, dieses Wissen, was die so angehäuft haben und dann auch nicht zur Verfügung stellen, sondern eben in ihren Logen geheim alles besprechen, um eben wirklich die Macht der Welt an sich zu reißen. So ist es. Und der Plan ist natürlich, deswegen weiß man das im Vatikan und tut auch nichts dagegen, weil das Ziel dieser Herrschaften ist natürlich deren neue Weltreligion, die dann ja über diesen sogenannten Antichristen gesteuert werden soll. Deswegen muss natürlich auch erstmal das Alte weg. Das ist klar wie bei der politischen Geschichte. Die wollen Ja. gar nicht die jetzigen Regierungen und das System. Die wollen das durch was Neues ersetzen, durch ihr Neues. Durch ihr Neues, genau. Aussage. Zumindest bei meinen Leuten aus der geistigen Welt, das wird nicht funktionieren. Sie werden das Alte abreißen, aber ihr Neues wird eben nicht das ersetzen. Zumindest nicht in der einen Welt. Eventuell gibt es ja zwei Welten. Und in der Welt, die ich momentan sehe, aber auch viele andere, wird das nicht funktionieren. Und wenn ich momentan sehe, wie sie momentan auch rudern teilweise oder wie sie jetzt versuchen, mit gleich drei Pandemien gleichzeitig uns wieder zu beglücken, ja, sie sind in Panik. Sie haben Ja. offensichtlich keine Zeit mehr, das wissen sie und versuchen jetzt mit allen Mitteln, mit Krieg, mit der Klimawandel, das Narrativ bricht ihnen auch schon unter dem Hintern weg. Das glauben immer weniger Leute. Das war aber eigentlich die Grundvoraussetzung für die Totalüberwachung und natürlich die Atemsteuer, die sie im Hinterkopf hatten. Jedes Mal, alles, was ich tue, muss beobachtet werden, damit ich gerecht die Atemluft besteuern kann, sprich mein CO2-Verbrauch. Aber das bricht in sich zusammen. Genauso wie die Idee, das Bargeld abzuschaffen. Gerade jetzt in Ländern wie Schweden oder auch in Australien sind sie momentan ziemlich panisch, weil gerade das waren Länder, wo das Bargeld schon ziemlich weit zurückgedrängt war und Ja. das momentan einen Gegentrend aufgenommen hat. Die Leute wollen da wieder mehr Bargeld haben. Nicht? Ja, das ist ja auch richtig. Genau, das ist absolut richtig. Das kann ja nicht einfach. Wenn man sich das anschaut, sie haben natürlich ganz viele Sachen vor, aber es klappt nicht mehr richtig. Offensichtlich spielt ihnen da was völlig gegen sie. Und im Endeffekt geht es immer nur darum, was die Menschen selbst manifestieren. Ja, und da sehe ich eigentlich, auch wenn wir viele Menschen kennen, wo man sagen wird, das wird nie was. Aber warten wir mal ab, was die nächsten Monate passiert, auch vielleicht schon die nächsten Wochen. Ich glaube, da wird einiges passieren, was vielen Menschen helfen wird, endlich die alte Welt loszulassen. Das ist die positive Formulierung. Sehr schön formuliert, ja. Ja, du hast ja auch noch in deinem Buch geschrieben, dass, also wir wissen das ja auch alle, also die eben mit der geistigen Welt intensiv in Kontakt sind, dass die andere Seite
so sehr rudern muss oder so sehr andere Dinge auffährt, die einfach nicht mehr glaubwürdig sind und dadurch zusammenbrechen wird. Und sie haben ja auch schon intern große Machtkämpfe und hin und her und Unordnung. Und all das läuft in eine andere Richtung, als sie eigentlich möchten. Und von daher werden sie das alles nicht schaffen. Und das ist eigentlich letztendlich dieser große Aufwach, dieser große Weckruf, wo dann die Menschen wirklich erkennen, um was es hier geht. Und davon hast du auch in deinem Buch geschrieben. Und das fängt jetzt im Herbst an. Also es hat eigentlich schon angefangen, aber gerade hier in Europa können das die Leute noch ganz schön auch ignorieren. Ja. In den USA ist das, glaube ich, schon etwas weiter fortgeschritten. Aber auch hier, also ich meine, was unsere Politik momentan macht, das versteht auch kaum noch einer, zumal ja auch ständig Hü und Hott und dass es immer schädlicher wird für das Land und die Menschen, das haben schon viele verstanden. Ja, aber es wird nichts gemacht. Es wird alles noch angenommen, ausgehalten, akzeptiert, heißt das ja mit anderen Worten, ne? Das wird Ist noch noch. nicht, dieser Bruch ist noch nicht da, aber er wird kommen, ganz sicher. Also ich deswegen bin mal gespannt, ich sage es ja immer, die Dritte Weltkriegsshow. Es ist eine Show, weil die Ja. Aussage ist definitiv, wir werden hier keinen großen Krieg haben. Aber die Menschen werden es vielleicht zeitweise glauben und das ist vielleicht auch einfach notwendig. Weil wenn die Menschen glauben, jetzt beginnt ein großer Krieg, was sie natürlich auch gleich mit Atomwaffen dann im Zweifelsfall assoziieren werden, Ja. können sie nicht mehr davon ausgehen, dass die alte Welt noch so bleibt. Weil das merke ich momentan bei vielen. Das wird alles ignoriert, es wird auch kein RKI-Protokoll gelesen, das will ich alles gar nicht wissen. Ja, Ich ja. will da und da nächstes Jahr in Urlaub hinfahren. Wo fahre ich nächstes Jahr in Urlaub hin? Das sind noch ganz viele, zumindest in den westlichen Bundesländern. In den östlichen Bundesländern sind die Menschen etwas anders drauf schon, weil die kennen vieles von dem, was jetzt auch passiert. Wo ja Genau. immer wieder gesagt wird von Leuten, die die DDR noch live erlebt haben, es ist teilweise jetzt schon schlimmer als in der DDR in bestimmter Hinsicht. Ja? Deswegen sind die da viel aufmerksamer und erkennen die Zeichen, die da laufen, während im Westen viele das alles, wir waren doch immer die Guten und was wollt ihr denn? Ja? Und die brauchen vielleicht jetzt wirklich auch noch mal einen gewissen Knalleffekt und ich denke, den werden sie auch bekommen. Ja? Weil das höre ich immer wieder Richtung Ende des Jahres, ab dem Herbst werden in den westlichen Ländern die Menschen ziemlich sauer werden. Und zwar nicht die, die jetzt schon aufgewacht sind. Ich denke, es werden die sein, die die ganze Zeit immer noch an das Gute geglaubt haben im System. Und das wird ihnen, glaube ich, in den nächsten Wochen ziemlich klar vorgeführt werden, dass ihr Glaube einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Gehört ja auch Mut dazu, das zu akzeptieren, dass es alles eine Lüge war und jetzt zusammenbricht. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit für die Menschen, dann festzustellen, wurde die ganze Zeit belogen und es ist alles nicht wahr. Und plötzlich wirklich alles zerbricht. Und das ist ein großer Schritt des Mutes, das zu akzeptieren. Und das wird eben dann teilweise erzwungen werden. Genau, und wie du schon sagst, also das ist für einen selbst ein Riesenschritt. Auch das Weltbild, was man sich erhalten hatte, bricht zusammen. Das entspricht einer Todeserfahrung. Ja, Ja? Deswegen stimmt. wehren sich viele immer noch so. Deswegen, du kannst über die RKI-Protokolle mit den Leuten reden. Sie wollen da nicht reinschauen. Nee, die hören da auch nicht hin. Werde Das ich wird ganz so genau. gefiltert. Genau, wenn ich das jetzt mache, dann bricht mein Weltbild zusammen. Deswegen Ja. schauen die da nicht rein. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, und das ist ja so, wenn an einer Stelle dieses Weltbild zerbrochen ist, dann kannst du an anderen Stellen natürlich viel einfacher auch mal reinschauen. Ja, Passt. Ja. dann bist Und du dann schon gewöhnt, ja. merkst du, was ihnen gemacht wurde. Ja. Wie gesagt, es passt. Also dieses Jahr ist der Beginn, wobei das Jahr des Drachen aus meiner Sicht der Tierjahre eigentlich, aber das Jahr ist, wo am wenigsten nach außen hin passiert. Aber Ja. auch immer wieder gesagt, und das kommt auch vom Egon, dieses Jahr wird erstmal viel bei den Menschen selbst passieren. Und nächstes Jahr, wenn wir das im Äußeren, dann eben im Zusammenfall vom System, von Staaten, von Regierungen sehen, was die Menschen dann sozusagen herbeiführen werden. Aber dieses Jahr
passiert jetzt das, was in den Menschen passiert, dass sie erkennen, dass sie auf dem falschen Dampfer waren, zumindest viele, nicht alle. Aber es werden viele sein, viele von denen, die bislang immer noch stillgehalten haben. Ja, weil du hast es ja geschrieben, dass das Jahr des Drachen, wo wir also jetzt aktuell sind, ein Jahr ist, wo nicht so viel passiert. Und dann habe ich gedacht, na ja, also passiert doch so viel. Wie soll dann erst das Jahr der Schlange sein? Das ist ja das totale Chaos, ja. Also wir steuern ja darauf zu und wir haben ja wirklich jeden Tag fast, jede Woche irgendetwas, wo du dir an den Kopf greifst, ja. Und wenn sich das zuspitzt und es spitzt sich zu, ich weiß es, ich habe ja die Botschaften erhalten, dann geht es hier heiß her. Absolut. Ja, das wird so werden. Und es wird dann, denke ich, deswegen kommt mir immer wieder auch das Jahr 89 für nächstes Jahr. Ja. Irgendwann gibt es dann eine unglaubliche Dynamik, die ja auch 89 losgetreten ist. Ich weiß noch, wie damals dann immer im Fernsehen gesagt wurde, damals habe ich das ja auch noch geguckt, damals konnte man das teilweise auch noch gucken, wobei auch schon nicht alles Gold, was glänzt war, wo immer nur Wahnsinn, Wahnsinn gesagt wurde. Wo dir im September 89, was, wenn du einem gesagt hättest, in anderthalb Monaten ist die Mauer gefallen, hätten wir das auch noch nicht geglaubt, dass das Natürlich nicht. so schnell gehen kann. Ja? Ja, Ja. genau. Und dass wir dann in einem Jahr ein einheitliches Deutschland haben, das hätte im 3. Oktober 89 wahrscheinlich auch noch keiner gedacht. Ja? Dass das eine unglaubliche Dynamik dann angenommen hat. Aber dann, das ist halt, wenn die Menschen auch, es ist natürlich eins zu den Jahren der Schlange auch zu sagen, die meisten Ereignisse, die da passiert sind, sind von gewissen Herrschaften auch im Hintergrund geplant worden. Ja, und da wird es natürlich wieder interessant, weil diese dunklen Herrschaften nennen sich ja teilweise Bruderschaft der Schlange. Wir reden von Reptilien, Außerirdischen und es ist das Jahr der Schlange. Passt irgendwie gut zusammen. Ja. Nicht immer haben diese Aktionen dann das erreicht, was man wollte damit. Nicht? Von daher kann man von ausgehen, dass nächstes Jahr durchaus auch was geplant ist von den Kräften, aber das hört man ja immer wieder auch vom Egon und von anderen. Ihnen wird nichts mehr gelingen, es wird sich gegen sie wenden. Und damit schießen sie sich wahrscheinlich unter Umständen dann endgültig selbst raus. Das wissen die aber nicht. Na, Ja. das ist ja gut, dass die auch mal was nicht hier wissen, ne? Nein, genau. Naja, gut, die sind natürlich auch in ihrer eigenen Bubble gefangen. Ja, das stimmt. Teilweise in einer Allmächtigkeitsfantasie, weil es ja auch sehr lange geklappt hat. Was man aber klar sehen kann, dass es mittlerweile auf der dunklen Seite mehrere Gruppen gibt, die sich auch nicht mehr einig sind. Ja, ich hatte schon so die Idee mit den drei verschiedenen Pandemien, war jetzt so eine Idee, ich kann das nicht nachweisen. Drei Gruppen. Vielleicht gibt es drei Gruppen und jeder hat seine eigenen Pharmaunternehmen und jeder möchte gern mit seinem Pharmaunternehmen wieder abkassieren. So mal ganz Klar. fahren. Und dann macht jeder seine Pandemie. Was Ja, ja. dass das natürlich in die Hose geht, weil mit drei Pandemien kriegst du die Menschen nicht. Ja, das ist völlig ausgeschlossen. Ja, und die Menschen selbst sind das, die das manifestieren. Und wenn ich derartig vorgehe, werden die Menschen irgendwann anfangen, und das ist, was sie unbedingt vermeiden wollen, aber was sie wahrscheinlich durch ihre Aktion auslösen werden, dass die Menschen irgendwann sagen, jetzt vergesst mal alles, wir machen das jetzt selbst. Und es ist genau, was vorher gesagt wurde, ist in kleinen Bereichen fangen Gebiete an, ihr eigenes Ding zu machen. Explizit hier in Deutschland. Das wurde mir von einer anderen medialen Quelle gesagt, da werden Landkreise oder Städte Dinge machen und die werden sich nicht mehr darum scheren, was in Berlin oder in Brüssel gesagt wird. Und was sollen denn die dort machen? So viel Polizei und Bundeswehr haben wir nicht ansatzweise, dass sie das. Die könnten vielleicht einen Landkreis, könnten sie einfangen, die können immer noch Exempel statuieren. Aber sie haben überhaupt gar keine Chance, wenn das zu viele, wenn die Lawine rollt, die aufzuhalten. Das ist Ja. richtig. Ja, So. genau. Das ist auch gut so. Ja, das heißt ja dann nächstes Jahr im März, Achtung, wenn ich an deine Symbolik denke, ja, der 22.3. ist ja immer so ein. Man muss gucken, welches Datum Sie wählen, was Sie vorhaben. Ja. Wie gesagt, das ist anders der 9-11-Geschichte. Das haben wir ja dieses Jahr auch noch Das kommt zweimal. dieses Jahr noch, ja. Und einmal den 11., den 9. November, muss man Ja. schauen. Dieses Jahr, wie gesagt, eigentlich eher bei den Menschen die Veränderung, nächstes Jahr dann im Äußeren. Wobei Jahres des Drachen nicht ereignislos waren. Jahres des Drachen sind aber grundsätzlich nicht die Jahre, wo große, spektakuläre politische oder
wie sagen wir mal, Weltgeschehen neue Dinge passieren. Ja, natürlich ist im Jahr des Drachen, wo der Weltkrieg lief, natürlich viel passiert. Ja, na? Also es ist nicht so, dass das, aber es gibt also Jahre der Schlange oder es gibt zum Beispiel die Weltkriegsjahre, das habe ich schon vorher entsprechend bezeichnet, Jahre des Tigers. Ja, 1914 völlig klar, 1938 ist nicht ganz der Beginn des Zweiten Weltkriegs, wobei viele Historiker sagen, da hat es eigentlich angefangen, weil da Hitler erstmalig fremdes Territorium besetzt hat. Ja, dann haben wir 1950 Koreakrieg, die erste Chance für einen großen Krieg Russland gegen USA, ist nicht passiert, muss nicht immer ausbrechen. Das nächste genau dasselbe, 62, Kuba-Krise, ja, nicht? Und dann habe ich ja im Jahr 21, deshalb auch für das Jahr 22 geschrieben. Und wir wissen, was 22 passiert ist. Russland ist in die Ukraine einmarschiert, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht so ahnen könnte. Aber ich denke, wir sehen jetzt heute, wir sind kurz davor. Es wird nicht in einen Weltkrieg münden, weil der wird nicht stattfinden, aber vielleicht in die Weltkriegsshow. Und dann passt es absolut auch mit 2022, Jahr des Tigers, Weltkriegsjahr. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn du so viele, wenn das da zweimal innerhalb von 100 Jahren passiert, kannst du immer sagen, das ist Zufall. Aber wenn so häufig passiert, dass immer wieder eine riesen Weltkriegsgefahr in Jahren des Tigers war, dann wird das schon spannend. Und das 22 hat wieder absolut dazu gepasst. Ja, und von daher gibt auch Jahre der Schlange, da ist nicht so viel passiert, muss man auch sagen. Ja? Da passieren etwas subtilere Sachen. Nicht? Ja, aber im Moment spitzt sich ja zu, von Aber was du daher. momentan sagst, allein was wir jetzt schon sehen, das geht ja irgendwo hin, soll auch irgendwo hinführen. Von daher passt es eigentlich alles sehr, sehr gut zusammen, was für das Jahr der Schlange zu erwarten ist, was aus der geistigen Welt kommt, was auch astrologisch alles gesagt wird. Das passt eigentlich alles sehr, sehr gut zusammen. Ja. Und letztendlich aber gehen wir in etwas Schönes hinein. Denn wir haben es in der Hand, dass all das, was hier geschieht, in etwas Schönes mündet. Und das ist wirklich unsere Aufgabe. Deswegen auch sprechen wir zusammen, damit ihr das alle noch mal richtig versteht und dass wir in unsere Kraft kommen, immer, immer mehr. Das sollten wir nie vergessen bei allem, was hier geschehen kann. Das sind einfach nur Dinge im Außen, die uns dann jetzt zeigen, guck mal hin, ist das, passt das jetzt wirklich für dich? Ist das deine Herzensenergie? Ist das deine Liebe? Und dann entscheiden und tun. Es ist eine so spannende Zeit und ja, ich bin froh. Krise und Chance eigentlich dasselbe Wort dafür haben. Ja. Ja. Einerseits ist es eine Krise, insbesondere für die, die das Alte behalten wollen. Und es ist aber auch Genau. eine Riesenchance, was Neues, viel Besseres zu machen. Ja, Und und aber spannend, und das ist die Aussage, die eigentlich immer wieder kommt, nicht von oben das Neue, Bessere, sondern von den Menschen selbst, die aber dann natürlich auch ins Tun kommen müssen und in eigenverantwortliche Selbstbestimmung gehen, was ja uns gerade aberzogen wird, was auch viele, wie soll ich sagen, ganz gerne mit sich machen lassen. Da muss ich mich ja nicht kümmern. Ich habe ja für alles meine Experten. Nur genau diese Experten, die fallen gerade an allen Fronten, sei es im Gesundheitssystem, im Finanzsystem, im politischen System, fallen die alle gerade hinten runter. Die sogenannte Wissenschaft, die man ja immer hochgehalten hat. Wobei man jetzt ja feststellen muss, im RKI, die Wissenschaft war schon ganz in Ordnung, nur durfte die nichts mehr sagen. Und genau, darf nichts gesagt, das wäre sagen. die Wissenschaft, ja. Aber man sieht natürlich, dass das alles korrumpiert ist, dass das eben nicht frei ist. Und wenn das die Menschen verstanden haben, werden sie zwangsweise natürlich auch angeschoben zu sehen. Jetzt guckt mal bei euch selbst, was fühlt sich gut an, was könnt ihr selbst machen? Und wenn man den höheren Sinn erstmal verstanden hat, sieht das alles, was jetzt passiert, auch gar nicht mehr negativ aus. Ganz im Gegenteil. Erst recht, wenn man weiß, was natürlich geplant ist von gewissen Kreisen und dass das krasse Gegenteil momentan sich andeutet, nämlich eben nicht die weltweite Zentralisierung, sondern das krasse Gegenteil, die Lokalisierung. Der einzelne Mensch wird wieder wichtig, was ja jedes totalitäre System immer versucht hat, komplett zu bekämpfen. Da war immer die Masse wichtig. Der einzelne Mensch war gar nichts.
Und das krasse Gegenteil wird kommen, aber vielleicht muss es deswegen, ich habe gerade im anderen Interview über die dunkle Reise der Seele gesprochen, was im persönlichen Bereich häufig ist, wo ganz viele, sagen wir mal, erfolgreiche Romane oder Hollywood-Filme immer nach einem ganz bestimmten Muster passieren, wo der Held auch erstmal in eine ziemlich dunkle Situation kommt. Danach kommt üblicherweise die Rettung und das Happy End, aber das funktioniert meistens genau dann, wenn der Held selbst über sich hinauswächst, auch bestimmte Schatten erkennt und überwindet, die er selbst hat. Und dann kommt das Neue, die Lösung. Und das ist deswegen so erfolgreich in Hollywood und auch in Büchern, weil wir das tief in uns innen alle ganz genau kennen. Und Ja. genau das, was jetzt global bei bestimmten Völkern, aber eben auch bei jedem einzelnen Menschen, je nachdem, wie weit das schon ist, manche haben das auch schon durch. Die werden jetzt viel weniger damit Probleme haben mit dem, was passiert. Im alternativen Bereich wird es einige geben. Natürlich freut sich niemand oder viele freuen sich nicht, wenn andere Menschen leiden müssen. Aber viele werden sagen, endlich, endlich bricht das auf. Endlich komme ich in die Möglichkeit, mein neues Ding zu machen, was von außen nicht mehr torpediert. Wobei das nicht eine Sache von außen ist, sondern viele haben auch schon angefangen, das zu tun. Was sie tun wollen, im kleinen Bereich, im größeren Bereich, sind eigentlich schon ausgestiegen innerlich, wobei man nicht völlig irgendwo im Wald leben muss. Das muss gar nicht sein, ne? Aber innerlich schon freier sind als viele andere, ne? Und für die ist das, was jetzt passiert, eigentlich mehr eine Erlösung als ein Problem. Ja, Ja? das ist So. richtig. Ja. Also wir können gespannt sein, wie sich das letztendlich formiert, und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und da einiges bewirken kann. Lieber Peter, ich danke dir sehr für das Interview, und ich kann euch nur sagen, lest das Buch mal, man kann es immer wieder auf. Ja, genau, zeig's mal, man kann es immer wieder anschauen und vergleichen die Jahre und dann für sich selbst auch Botschaften empfangen. Genau. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, ganz gut auch zu lesen. Es ist auch nicht so ein dicker Wälzer. Es ist ziemlich komprimiert, die Informationen drin. Wenn es geht, kauf es beim Osiris Buchverlag. Da hat er am meisten davon, weil bei Amazon und so weiter gibt es das natürlich auch überall. Aber so kleine Verlage muss man auch unterstützen, glaube ich. Das ist für die am besten, wenn man es direkt kauft und er versendet es auch und sogar auf Rechnung. Da muss man also nicht mal vorher zahlen. Das ist selten geworden. Von daher, Sehr ja, gut. würde mich freuen und bei meinen Kongressen, bei meinem Kongress oder auch dann beim Regentreff-Kongress, wenn ich da bin, wenn es dann einer dabei hat oder dort kauft, signiere ich es auch gerne. Ja, gell, klar. Und wir machen den Link ja auch unter das Video. Da könnt ihr dann gleich draufklicken und Immer. das Buch auch bestellen, ihr Lieben. Schaut ruhig auch mal unter das Video. Da sind dann einige interessante Dinge auch noch von Peter Denk zu erfahren. Prima. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.